Ja, moin und herzlich willkommen zu einem weiteren FAT Champions Channel Video hier bei uns auf dem Kanal. Und hat jetzt mal so eine Woche gedauert, letzte Woche gab es keins, da gab es auch das Update, danach waren die Videos eh futsch. Aber davon mal ab, hatte ich auch sehr viel zu tun mit dem Vorbereiten der Virtual Bundesliga Playoffs, die waren ja am vergangenen Wochenende. Und unter anderem eben mit Lefty und den haben wir heute bei uns im Video gegen Neubi. Lefty, sehr interessanter Spieler, finde ich persönlich. Letztes Jahr noch als Backup beim SV Werder Bremen dabei gewesen. Hat den Titel geholt zusammen mit Megabit und Mo Ober. Das ging so ein bisschen unter. Insgesamt letztes Jahr kaum Fokus gehabt. In diesem Jahr super gut unterwegs. Sehr viel am Stream. Tolle Zuschauerzahlen. Extrem gut in der Weekend League. Also vielleicht der konstanteste Spieler. Stetig in den Top 100. Ich glaube, mehrfach schon Erstplatzierter des Rankings gewesen am Wochenende und jetzt auch sein erster Erfolg im E-Sport Einzel wohlgemerkt, hat es geschafft, sich zu qualifizieren für die Virtual Bundesliga Finals. Sehr interessant, da freue ich mich mega drauf, das Game zu sehen, spielt gegen Neubi, der ist schon etwas bekannter, schon länger dabei. Profi der FK Austria Wien seit März 2019, davor auch schon im E-Sport bekannt, aber auch ihm fehlt in diesem Jahr der große Wurf, also die große Teilnahme an einem großen Event, klammern wir mal die E-Bundesliga in Österreich aus. Dasselbe gilt allerdings auch für Lefty, der ganz tolle Leistungen bringt, aber eben dieser große Wurf zu einem internationalen Event fehlt noch. Die Virtual Bundesliga Finals hat er gemacht und damit könnte er in der Theorie, wenn er es gut ausspielt, sogar noch in die Playoffs schaffen. Die Playoffs der FAT Champions. Das könnte nochmal sehr interessant werden. Würde ich ihm gönnen nach dieser Saison, finde ich sehr spannend. Aber genug gequatscht, lasst uns schauen, welche Teams da aufeinandertreffen. Und da seht ihr sie, FC Brancos, das ist der gute Lefty, links mit De Gea im Tor. Lodi links, Aarons rechts, Van Dijk und Ferdinand in der Innenverteidigung. Dann haben wir Mané und Neymar auf den Flügeln. De Jong im zentralen Mittelfeld, Vieira und Eusebio im zentraloffensiven Mittelfeld und Cristiano Ronaldo vorne im Sturm. In-game wird das Ganze natürlich ein bisschen anders aussehen, alles nur aufgrund der Chemie. Bei Neubi folgendes Team, Ederson im Tor, Mendy links, Emerson rechts, Kanté und Tomori in der Innenverteidigung. Kanté, sehr interessante Entscheidung hier. Ich vermute mal, dass Vieira dann in die Innenverteidigung geht, Kanté mit ins zentrale defensive Mittelfeld. Dann haben wir Hullet, Mbappé und Ronaldo im Mittelfeld, links Kent, Ben Yedda rechts und Vieira gerade angesprochen vorne im Sturm. Das also die Teams, die aufeinandertreffen. Freue mich sehr, euch dieses Spiel präsentieren zu dürfen und jetzt ab ins Gameplay. Damit rein ins Game. Lefty von links nach rechts und Neubi von rechts nach links. Lefty in Rot, Neubi in Weiß. Die Weekend League Partie stand an zu dem Zeitpunkt. Stand Leftinho 11:0, Neubi 12:1, als sie aufeinander getroffen sind. Und Lefty mit dem ersten Angriff über Eusebio. Allerdings Neubi erstmal dran, kommt nicht richtig hin. Hätte einen Freistoß geben können. Lefty bleibt im Ballbesitz und dann der Pass in die Spitze. Sehr ambitioniert, aber landet beim Innenverteidiger. Über Lefty habe ich schon sehr viel gesagt vorher. Ist, wie gesagt, ein sehr interessanter Spieler. Alle Infos zu den Spielern, alle Links, alle Social Links, sowie die Links zu deren Twitch-Kanälen findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, um das nochmal aufzugreifen. Eusebio, Lefty über Ronaldo. Übrigens ein Spieler, der eher selten genutzt wird, Cristiano Ronaldo. Vor allen Dingen der goldene Tortilla, der dann doch durch seine Bewegung deutlich besser rauskommt. Oh, starker Angriff von Neubi. Kommt über R9, aber sehr gut aufgepasst hier von Lefty mit Aarons. Dadurch wieder in Ballbesitz. Also das ist eine interessante Personalie, Cristiano Ronaldo zu spielen. Wir sehen auch, dass Cristiano Ronaldo nicht vorne im Sturm spielt bei Lefty, sondern auf dem rechten Flügel bzw. auf der ROM-Position. Und wieder Neubi auf dem Weg nach vorne über Kanté. Und da sehen wir auch, dass Kanté
im zentralen bzw. zentral defensiven Mittelfeld zu finden ist bei Neuby. Guter Aufbau, findet wieder R9. Hullet im Zusammenspiel mit R9, nochmal der Ball in die Spitze, aber De Gea, leichte Probleme. Nichtsdestotrotz, den hat er, den hätte er auch durchaus easier aufnehmen können. Aber am Ende der Tat der Ball gesichert. Mané. Auf De Jong findet Eusebio, der statt Cristiano Ronaldo vorne im Sturm spielt. Mira ist mit dabei. Mendy, Tomori. Und da sehen wir auch Mira hinten drin in der Innenverteidigung bei Neuby, der jetzt wieder aufbauen darf. Hullet. Ben Yedder, schönes Kombinationsspiel. Jetzt muss er nur mal vorne die Lücke finden. Findet wieder Ben Yedder, der übrigens ein sehr guter Spieler ist. Also für den Preis durchaus eine richtig gute Option. Als rechter Flügel gesiedet, wenn man den dann vorne im Sturm stellt. 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot. Der Junge kann auf jeden Fall die Dinge auch wegdrücken. Und Lefty kommt über Neymar. Jetzt sind wir wieder zurück auf De Jong. Mané und hinten ist Patrick Vieira und der findet Mané und da ist das 1:0 für Leftinho. Stark gespielt, gut über den Flügel gekommen, erstmal zurück in den zentral-defensiven Bereich und dann ganz tolles Zusammenspiel und am Ende Mané vollkommen blank vorm Tor und der Treffer nach knapp 20 Minuten 1:0. Gut gespielt, lange Zeit recht wenig passiert, Neuby nach vorne etwas aktiver gewesen, aber die Lücke nicht gefunden gehabt und Lefty macht das richtig stark und macht das Ding rein. Und die Frage ist, kann Neuby antworten? Kommt auf R9 und direkt im Gegenzug. So kann es gehen. 20 Minuten, passiert nicht viel vom Tor und plötzlich fallen 2 Tore hintereinander weg. 1:1, alles wieder auf 0 gestellt. Der Angriff von Lefty bleibt erstmal wieder im Mittelfeld hängen. Und Neuby kommt über die rechte Seite über Emerson. Ja, nicht gut ausgespielt. Mané im Weg mit der Ballrolle und versucht hier Eusebio einzusetzen. Aber das ist zu einfach dann für Tomori den Ball abzufangen. Hullet auf R9, der allerdings wieder etwas kopflos in die Innenverteidigung. Neuby bleibt trotzdem weiter dran. Ben Yedder löst das gut. Kanté, Hullet, Hullet aufs Kurze und nachher. Mit einer Top-Tat, das war wichtig. Hullet, 5 Sterne Weakfoot, hätte hier durchaus auch mit links das Ding aufs Kurze versenken können. Aber De Gea ist zur Stelle. Mbappé, die Latte und Ben Yedder. 1:2, Party erstmal gedreht. Und vorhin hatte ich ihn noch angesprochen und plötzlich steht da goldrichtig. Erstmal Mbappé mit dem Schuss an die Latte und dann ist Ben Yedder da und macht hier das 1:2 für Neuby und Lefty erstmal im Hintertreffen. Gute halbe Stunde gespielt. Mané auf Eusebio, nochmal Mané. Kann Lefty hier vielleicht auch im Gegenzug antworten? Ja, macht er! Eusebio, und so kann es gehen. Erst geht Lefty mit dem Treffer 1:0 in Führung in Minute 20. Dann kommt Neuby wieder gleich direkt aus, macht dann die Führung und direkt im Gegenzug dann wieder Lefty. 2:2. So kann eine Partie auch laufen. Tomori. Vieira. 7 Minuten noch in Halbzeit 1 zu gehen. Kanté. Hullet, Ben Yedder, Ben Yedder mit der Schussantäuschung. Versucht er irgendwie an Ferdinand vorbeizukommen, aber der steht gut. Der steht ruhig und abwartend und verteidigt das ordentlich. Und jetzt die Möglichkeit, mal ein bisschen Tempo aufzunehmen für Lefty. Muss allerdings an dieser Stelle wieder abbrechen. Nimmt wieder den zentral-defensiven De Jong mit. Und dann wieder ein schönes Kombinationsspiel. Die Viererkette erstmal ausgespielt. Also die Viererkette im Mittelfeld, die in der Defensive muss er erstmal ausspielen und das macht er gut. Aber auch Ederson steht genau da, wo er hingehört. Nicht gut rausgespielt von Neuby. Nochmal die Möglichkeit für Lefty über Eusebio. Schöne Schussantäuschung und dann will er es direkt aufs Tor versuchen im Rückraum.
kam, glaube ich, Cristiano Ronaldo eingelaufen. Den hätte er einbinden können. Dann hätte es hier wieder klingeln können, aber hat er nicht. Und dementsprechend bleibt es beim 2:2. Eine Minute der Nachspielzeit noch. Hullet. Der 9 macht das gut auf Ben Yedda. Allerdings dann in der Innenverteidigung hängen geblieben. Und dann sagt der Schiedsrichter, ab in die Pause. Und eine richtig gute Partie. 2:2, sehr ausgeglichen. Mehr Ballbesitz auf Seiten von Neuby, der vor allen Dingen in den ersten gut 20 Minuten das Ding sehr gut nach vorne getragen hatte. Dann kam das 1:0 für Lefty. Die Antwort sofort und dann im Gegenzug das 2:1 für Neuby und dann wieder die Antwort von Lefty. Ich bin sehr gespannt auf Halbzeit 2. Neuby jetzt von links nach rechts. Lefty von rechts nach links. Der 9. Neuby mit dem ersten Angriff. Anstöße können sie, das haben sie gezeigt. Tomori. Da muss jetzt gut suchen. Die Defensive von Lefty gut formiert. Und dann bekommt er ihn auch recht früh im Mittelfeld. De Jong. Aber Kent ist dran. Kent übrigens hier auf rechts gewechselt. Schön gespielt. Ben Yedda. Und was für ein Schuss. Den nimmt er richtig gut mit links. Ben Yedda, klasse gemacht, schöner Pass in die Spitze und dann Ben Yedda nochmal 5 Sterne Weakfoot hier auch als Linksfuß und haut das Ding mit voller Wucht in die Maschen. Keine Chance hier für De Gea, das Ding irgendwie zu halten. Jetzt bin ich gespannt, ob Lefty direkt wieder antworten kann. Kommt über Mané, bleibt allerdings an Kanté hängen und damit war es das mit dem Anstoßhype. Und Neuby hat erstmal die Führung inne. Hullet gegen De Jong, der ist Sieger. Eusebio auf Mané, der findet Neymar, nochmal Mané, nochmal Neymar und der im Fallen. Wenn er sich da ein bisschen besser ausrichten kann, Zeit hätte er gehabt, dann hätte da mehr draus kommen können, aber ein bisschen hastig abgeschlossen. Kent. Den Flügeln. Es bleibt dabei, Neuby mit den etwas längeren Angriffen, deutlich weniger Tempo drin, Lefty versucht so schnell wie möglich vorne in die Spitze zu kommen, hat ein verhältnismäßig hohes Tempo auf im Spiel, und löst viele Situationen, auch enge Situationen schon sehr ordentlich. Hier nicht, hier ist Hulle zwischen und nochmal Neuby, der kann jetzt auch ein bisschen Tempo mitnehmen, die linke Seite, da ist Platz, Kanté nimmt Mbappé mit und dann guter Ball auf R9, aber ein bisschen zu steil und er kommt rechtzeitig raus, um das Ding abzufangen und jetzt bleibt noch gut eine halbe Stunde hier in Game zu gehen und Lefty ist gefragt, nochmal, ich wiederhole es gerne, qualifiziert für das Virtual Bundesliga Final. Am 28. und 29. Dezember findet das statt in Köln im The New Yorker Dock One. Wer übrigens vorbeikommen möchte, weise ich auch nochmal drauf hin, darf das gerne tun. Am 28. braucht ihr keine Tickets, schaut einfach gerne vorbei. Ich würde mich freuen, jeden einzelnen von euch zu sehen. Aber kommen wir erstmal hier zum Freistoß von Neuby, der lässt einmal überlaufen, legt ihn dann quer. Ben Yedda versucht es mal aus der zweiten Reihe, bleibt da aber in der Verteidigung hängen. Neymar, ihr dürft mir auch gerne in den Kommentaren mal da lassen, wer von euch tatsächlich dann in Köln mit am Start ist. Würde mich sehr freuen. Ira, oh, kein gutes Ding, direkt auf Eusebio, der findet Neymar, Mané, Neymar und dann wieder ein Innenverteidiger dran. Da hätte Lefty mehr draus machen müssen. Fahrlässig gespielt von Neuby, wieder ein guter Ballgewinn hier von Leftinho, der in Halbzeit 2 ein bisschen besser reinkommt, vor allen Dingen ein bisschen besser in diese Zweikämpfe früh. Erobert, das ist mit ein bisschen Glück da irgendwie an Tomori vorbei, der allerdings dann wieder sehr gut durchgesetzt ist, wieder reingekämpft in diesen Zweikampf und das Ding erobert. Neuby versucht es wieder mit einem langen Ball, also auch das Tempo von Neuby nimmt zu und das tut ihm in dieser Partie gerade
nicht so gut. Gibt die Bälle zu schnell an Lefty her, sodass der in diese Spots kommt. Ederson. Riesenmöglichkeit und Ederson mit einer Glanztat. 15 Minuten noch. Lefty will unbedingt den Ausgleich. Neuwied mit ein paar kleinen Stockfehlern und dadurch gibt es auch die eine oder andere Möglichkeit. Aber fürs Tor hat es bei Lefty noch nicht gereicht. Das ist gut gelöst von Neuwied. Emerson. Kanté. Wo kann er hin? Vorne ist er 9. Den sieht er auch. Spielt ihn an, lässt ihn dann allerdings durchlaufen. Und dann ist Virgil van Dijk da. So langsam aber sicher läuft die Zeit für Lefty ab. Eusebio. Neymar. Neuwied wieder dran, aber kann den Ball nicht in den eigenen Reihen halten. Jetzt gibt es auch noch einen Wechsel. James kommt für Neymar auf Seiten von Lefty. Und Lucas Moura für Cristiano Ronaldo. Da ist die Möglichkeit und dann ist Vieira dran und ich glaube noch der Kopf von Ederson. Eusebio mit einem guten Spot und hier sehen wir es. Vieira mit der Schulter und Ederson per Kopf das Ding ins Aus und dann gibt es Eckball. 9 Minuten noch. Eusebio. James, Vieira, nochmal James, wieder abgefälscht, nochmal Ecke. Und Lefty beißt, will unbedingt den Ausgleich. Und Neuby schwimmt. Kanté mit dem Tackle. Ah, wird Vieira weggehauen. Aber offensichtlich war er da noch irgendwie am Ball dran. Kein Elfmeter, sagt der Schiedsrichter. Abstoß und direkt wieder De Jong. Ganz starker Kopfball hier gegen Hullet. Und dadurch darf Lefty wieder nach vorne kommen. Moura, starker Ball. Und Mané mit dem 3:3. Kurz vor Schluss. Und wenn Neuby jetzt nicht mit einem Anstoß halb zurückkommen kann, dann könnte es hier in eine Verlängerung gehen. 4 Minuten noch, das ist nicht mehr viel Zeit. Vieira wieder im Weg. Neuwied mit vielen kleinen Fehlern in Halbzeit 2. Vor allen Dingen nach seinem Führungstreffer hat er immer wieder Probleme, da vorne irgendwie in den Strafraum von Lefty zu kommen. James. Eusebio. Mané, gut gefunden. Vieira gibt es vielleicht sogar noch das Ding für Lefty. Nicht sauber ausgespielt und dann ist Moura auch noch im Abseits. Und es gibt hier Freistoß in der eigenen Hälfte für Neuby. Der versucht es wieder mit einem langen Ball auf Kent. Schöne Schussantäuschung. Sehr gut gemacht. Klasse in die Mitte gegangen und dann Ferdinand. Das war so wichtig, wenn das Ding da durchgekommen wäre. Und Lefty lang und weit. Und der Schiedsrichter sagt, hier sind 90 Minuten um und wir gehen in eine Verlängerung. Und ein richtig gutes Spiel, das hier in eine Verlängerung geht. 12 Abschlüsse auf Seiten von Lefty, 6 auf Seiten von Neuby. Und das ist halt der Unterschied gerade, vor allen Dingen in Halbzeit 2. In Halbzeit 1 war es eine sehr ausgeglichene Partie. 2:2 vollkommen in Ordnung in Halbzeit 2. Neuby mit einem guten Start in die Halbzeit und danach kam nicht mehr wirklich viel. Und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht in der Verlängerung. Neuby jetzt wieder von rechts nach links, wie gewohnt. Und Lefty von links nach rechts. Und der erste Angriff gehört hier Neuby. 9 auf Kanté. Fuß von Mané dazwischen, De Jong. Vieira, Neuwied versucht da irgendwie dran zu kommen, aber Lefty mit ein bisschen Glück und das war ein richtig guter Ball auf Eusebio, vollkommen blank plötzlich. Und die Führung, 4:3. Eigentlich war Neuwied in den Tackles, aber er bekommt sie nicht und dann kommt ein richtig toller Ball von Lefty. Ich glaube, das war Doppeldreieck, der kommt so halb hoch, sodass er ihn perfekt mitnehmen kann. Irgendwie am Verteidiger vorbei und plötzlich gehst du seelenallein aufs Tor zu und hast die Möglichkeit aufs 4:3 und machst es dann auch eiskalt. Und Lefty jetzt seit dem 1:0 das erste Mal wieder in Führung. Eusebio. Vieira. Mané. Und er macht hier in der Verlängerung weiter wie in Halbzeit 2. Sehr gutes Angriffsspiel. Sehr gutes Pressing.
Macht Neuby hier ordentlich Schwierigkeiten. Ben Yedder. Ja, Ronaldo und Virgil van Dijk. Und baut sich jetzt in den Spielaufbau sehr weit mit vorne rein. Wir sehen es. Van Dijk schon fast am Strafraum. Der Ball in die Mitte. Nicht so gut gespielt, aber dann auch wieder nicht gut rausgespielt von Neuby. Und nochmal die Möglichkeit für Lefty über Eusebio. Hullet irgendwie dran. 2 Minuten noch in Halbzeit 1. Und dann gibt es noch einmal 15 Minuten obendrauf. Kanté wieder nicht gut gespielt. Das sind genau die Dinger, die Neuby vor allen Dingen in Halbzeit 1 nicht gemacht hat. Da hat er Ballbesitz gehabt, da hat er sauber ausgespielt. Da ist er immer wieder in Richtung Strafraum von Lefty gekommen. Ben Yedder, klasse gespielt. Nochmal Ben Yedder und das Aluminium. Und das Ding hätte den Ausgleich verdient gehabt. Und Lefty intelligent, Ball ins Aus. Und damit rein in die Halbzeit der Verlängerung. Also Neuby hier nochmal mit der Riesenmöglichkeit. Auf den Ausgleich, aber das Aluminium rettet Lefty hier die Führung. Statistik immer noch eindeutig, aber wenn man nur die erste Halbzeit der Verlängerung nimmt, dann hätte es durchaus auch wieder 4:4 stehen können. Vor allen Dingen, wenn man nochmal bedenkt, dass Neuby in der letzten Sekunde das Ding auf dem Fuß hatte. Nicht gut aufgebaut und Lefty direkt wieder mit dem Ball gewinnen. Eusebio auf Lucas Moura, der findet Eusebio und dann Tomori. Macht sich sehr gut da hinten in der Innenverteidigung. Bei Neuby, der Tomori ist sehr auffällig, immer wieder drin in den Tackles. Aber vorne, da passt es jetzt noch nicht. Chancen gab es in Halbzeit 1 nicht. Nichtsdestotrotz gab es eine richtig gute. Oh, das ist nicht gut gemacht. Vieira mit einem Fehler. Und dann spielt das Lefty richtig gut und macht hier das 3:5 und damit den Deckel schon fast drauf. Viel Zeit bleibt hier für Neuby nämlich nicht mehr. Knapp 9 Minuten. Und den ersten Angriff gibt er wieder viel zu schnell her. Und Lefty kommt wieder über James. Allerdings Mandy auch mit dabei, wach und gut konzentriert das Ding geholt. Wieder nicht sauber gespielt. Das sind so Dinge, die dürfen Neuby einfach nicht passieren. Er hat wirklich eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Aber am Ende muss man sagen, ist es zu wenig. Und Lefty nochmal mit der Möglichkeit. Ederson, Aluminium, nochmal einer vor. Und auch das Ding hätte durchaus irgendwie über die Linie gekonnt. Aber hier gönnt FIFA nicht. Nichtsdestotrotz, Lefty noch mit 2 Toren in Führung. Knapp 3 Minuten zu gehen. Das Ding sollte durch sein, wenn hier Neuby nicht irgendwie noch was aus der Tasche zaubert. Bleibt allerdings wieder in der Innenverteidigung hängen. Nochmal der lange Ball, der ist zu spät gespielt. Eusebio zu früh gestartet. Abseits. Und 2 Minuten noch auf der Uhr. Nochmal, das Ding sollte gegessen sein. Hullet. Ronaldo versucht wieder auf Hullet durchzustecken, aber die Zentrale ist dicht. 2 Minuten Nachspielzeit. Die sind jetzt angebrochen und damit steht der Sieger im Endeffekt fest. Nochmal Lucas Moura, Ball in die Mitte, irgendwie wieder Tomori. Und Lefty mit dem letzten Angriff. Und wieder Moura im Abseits. Das gibt Abstoß für Ederson bzw. Freistoß für Ederson. Und damit sollte die Partie zu Ende sein. Ist er auch. Und endet 3:5. Eine sehr spannende Partie. Vor allen Dingen in Halbzeit 1 extrem ausgeglichen. Danach hat Lefty das Heft in die Hand genommen. Wir sehen es an der Statistik. Neuby vor allen Dingen auch in Halbzeit 2 der Verlängerung. Eigentlich gar keine Chance mehr gehabt. Wollte sehr schnell nach vorne. Irgendwann hat er versucht, sich dem Tempo von Lefty anzupassen. Das tat ihm nicht gut. Hat zu schnell nach vorne gespielt und das spielte dann Lefty genau in die Arme. Machte das sehr, sehr gut und hätte durchaus noch den einen oder anderen Treffer mehr verdient. Auch Neuby hätte vielleicht noch den einen verdient gehabt, aber ansonsten geht der Sieg vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, vergesst nicht einen Daumen nach oben zu lassen. Abonniert den Channel und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.